heute Thomas Randisek vom Dachverband Salzburger Kulturstätten bei mir im FS1-Studio begrüßen. Hallo Thomas, hallo, danke, dass servus. Du dir Zeit genommen hast. Hallo. Dann starten wir gleich mal mit dem Kultdialog, würde ich sagen. Gerne. Also unter Stolpersteinen kann sich vielleicht nicht jeder was vorstellen. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, um was es da geht, welches Projekt da dahinter steckt? Die Stolpersteine sind eine Entwicklung des Kölner Künstlers Gunter Demnig, der dieses Projekt vor rund 20 Jahren in Köln und Berlin entwickelt hat. Das sind Steine in einem Ausmaß von 10 mal 10 cm, die niveaugleich in das Pflaster eingelassen werden. Auf diesen Steinen drauf ist eine Messingplatte und auf dieser Messingplatte stehen die wichtigsten Lebensdaten von NS-Opfern. Geburtsjahr, Todesjahr, Todesangabe, Angabe des Todes, der Todesursache beispielsweise. Und in Europa wurden rund 60.000 dieser Steine nun verlegt. In den verschiedensten Ländern. In Salzburg sind es derzeit 356 Steine, die wir verlegt haben seit 2007. Und welcher Gedanke steckt da dahinter? Der Gedanke, der dahinter steckt, ist der, dass man sagt, es gibt eine große Menge an Opfern des Nazi-Regimes. Was man vielfach nicht weiß, ist der einzelne Name dieses Opfers und auch das persönliche Schicksal. Das dokumentieren wir im Internet auf unserer Homepage. Da gibt es die Biografien der einzelnen Opfer auf Deutsch und auf Englisch und geben so den Opfern wieder ihren Namen und ihre Biografie auch ein Stück weit zurück. Mhm. Zum Gedenken sozusagen auch. Auch zum Gedenken, ja. Mhm. Und zum geistigen Drüberstolpern. Mhm. Und wie funktioniert dieses System genau, also von der Patenschaft bis zur Verlegung quasi? Es ist relativ ein einfaches System. Wir publizieren jetzt im Herbst wieder eine neue Liste mit Opfern des NS-Regimes. Die kann man sich bei uns dann online ansehen und kann für 120 Euro eine Patenschaft übernehmen. Und wir als Personenkomitee Stolpersteine sorgen dann dafür, dass dieser Stein in der nächsten Zeit, in den nächsten 2-3 Jahren auch sicher im Stadtgebiet von Salzburg verlegt wird. Mhm. Vor kurzem, also am 18. und 19. August, haben hier wieder so Verlegungen stattgefunden in Salzburg. Mhm. Wie sind die Verlegungen da abgelaufen? Also wie kann man sich das vorstellen? Der Prozess selbst ist relativ einfacher. Es kommt die Bauabteilung, die mit uns zusammenarbeitet und bohrt ein Loch mit einem Bohrer in den Boden. Der wird dann auszementiert, der Stein reingelegt. Das ist schnell bindender Zement, damit den Stein nicht sofort wieder wer rausreißen kann. Und so eine Verlegung dauert, sage ich mal, rein technisch gesehen 15 bis 20 Minuten. Es gibt dann immer noch ein kleines Gedenken. Es gibt da kurze biografische Angaben zu den Opfern und dann müssen wir sozusagen, weil wir ja viele Steine zu verlegen haben, schon wieder zum nächsten Verlegeort. Mhm. Und wie kommt das Projekt bei den Salzburgern an? Also wird das gut aufgenommen? Schwierig zu sagen. Also es gibt viele Leute, die das aktiv unterstützen. Das Personenkomitee selbst hat rund 350 Mitglieder. Das heißt, das sind Leute, die auch gespendet haben. Einen oder mehrere Steine. Es gibt über die Jahre gesehen mehr Zuspruch als Widerspruch. Es gibt über die Jahre gesehen auch jetzt keine Beschädigungen mehr. Die Täter wurden in den Vorjahren auch gefasst, nachdem viele Stolpersteine ja auch beschädigt wurden, entweder beschmiert oder auch mechanisch beschädigt. Das hat sich in der letzten Zeit wieder gelegt. Mhm. Eigentlich relativ verwunderlich bei der Lage zurzeit, aber... Ja, die Täter waren... In beiden Fällen, also die Verurteilten waren in beiden Fällen Personen mit einer Neonazi-Vergangenheit oder was heißt Vergangenheit, auch Gegenwart, ne? Also aktive Neonazis. Jetzt wieder zu was Schönerem, wenn ich selbst so eine Partnerschaft übernehmen möchte, was kann ich da tun, beziehungsweise an wen kann ich mich da wenden? Ja, direkt an den Dachverband Salzburger Kulturstätten, weil wir diese Organisation mit betreuen. Das heißt, Sie rufen an oder schauen Sie erstmal auf unserer Homepage, welche Partnerschaft möglich ist. Entscheiden sich für eine Person und überweisen uns dann die 120 Euro auf ein notariell beglaubigtes Konto und wir sorgen eben dann für die Verlegung. Und sind demnächst wieder Verlegungen geplant oder ist das jetzt mal länger nicht? Also wir verlegen eigentlich seit 2007 jährlich. Mhm. Meistens in Anwesenheit des Künstlers Gunter Demnig und verlegen daneben aber auch, wenn es die Situation
bedarf einfach auch nur Steine zwischendurch, sage ich jetzt mal. Selten im Winter, weil da der Boden immer sehr gefroren ist, aber ab Frühling bis Herbst sind wir da in der Sache aktiv. Und im ganzen Bundesland oder hauptsächlich in der Stadt? Nein, wir betreuen nur die Stadt Salzburg. Es gibt aber darüber hinaus in Halle einen Stolperstein, ein Stolpersteinkomitee, und in St. Johann im Pongo gibt es Stolpersteine, die verlegt werden sollen. Und soweit ich informiert bin, überlegt Bischofshofen jetzt noch, Stolpersteine zu verlegen. Mhm. Ja, ein nettes Projekt, würde ich sagen. Also wer Lust hat, sich einen Stolperstein, eine Partnerschaft zuzulegen, nur zu, ist eine gute Sache. Und ich sage danke, Thomas. Dankeschön. Das wäre schon wieder gewesen. Danke.